Zuletzt bei Luigi's Mansion 2. Die Efeu-Türme sind eine Villa aus zwei riesigen Türmen mit einem großen Baum in der Mitte. Alles wird über eine riesige wassergetriebene elektrische Anlage betrieben, aber die Rohre sind verstopft. Deshalb haben wir beim letzten Mal die Pumpe wieder gestartet und dadurch den Wasserfluss in den kompletten Efeu-Türmen wieder zum Laufen gebracht. Mal sehen, ob wir damit dem Finstermondstück ein bisschen näher kommen. Das Windradtor. So heißt die nächste Mission hier in Luigi's Mansion 2 für uns. Schön, dass ihr wieder da seid, Freunde, zu einem neuen Part von Let's Play LM2 für den 3DS. Nun, da das Wasser wieder durch die Efeu-Türme strömt, können wir endlich nach dem Finstermondstück suchen. Und wir wissen auch schon genau, wo wir dafür hin müssen. Na, Luigi, willst du wissen, wie es um das Finstermondstück bestellt ist? Nun, das Paraskop hat es nicht zurecht geschafft, das Stück zu ordnen. Da fiel es mir ein, mit den Stücken, die wir bereits haben, können wir den Suchalgorithmus verbessern. Und mit ein wenig Bastelei verriet mir das Paraskop genau, was wir wollten. Der riesige Baum zwischen den Türmen. Irgendwo auf ihm drauf muss das Finstermondstück sein. Tja, damit wissen wir zwar, wo es ist. Nur dorthin zu kommen, das wird der wahre Spaß. Ganz nach oben wahrscheinlich, oder? Hohler Baum. Betritt den hohlen Baum über den neu errichteten Steg und finde einen Weg nach oben. Alles klar, wunderbar. Und los geht's. Ja, los geht's. Jetzt einfach mal, wie er uns immer per Knopfdruck einfach mal wegwoxelt und Luigi einfach nur, der wird einfach nur von A nach B geschubst wie eine Spielfigur in irgendeinem Brettspiel. Er hat gar kein Mitbestimmungsrecht mehr. Oh, hat es zum ersten Mal geschafft zu stehen. Und dann hat er einfach instant einen Eimer kassiert. Und jetzt liegt er doch am Boden. Ach, Luigi. Da fehlt eine Blume. Da fehlt eine Blume, oder? Nee, okay. Hier hat einfach nur so keine Blüten. Alles klar. Na dann. Schauen wir doch mal, was hier los ist. Kann ich jetzt vielleicht gießen? So nach dem Motto. Ja! Ich kann die jetzt gießen. Aha. Zack. So. Was finden wir hier drin? Geld? Prinzipiell immer eine lohnenswerte Sache. Aber ich bräuchte entweder ein... Nee, es ist alles nur Geld. Oh, wow. Okay, ich hätte auch direkt reingekonnt. Kann ich den Eimer mit reinnehmen? Ist das possible? Kann ich damit durch Türen gehen? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich kann den Eimer immer nur in dem Gebiet verwenden, wo er steht. Okay, so, warte mal. Eins nach dem anderen, Freunde. Eins nach dem anderen. Dann kann ich daran ziehen. Genau, damit kann ich hier nämlich das Wasser wieder zum Fließen bringen. Sehr schön. Dann können wir hier nämlich gleich weiter gießen. Wir müssen hier wirklich ganz genau aufpassen, was abgeht. Ich können wir gießen. Und da fehlt die Druckplatte. Aha. Buhu vielleicht? Wahrscheinlich nicht. Das wäre zu offensichtlich. Aber mit ein bisschen Glück. Aha, da kann ich noch was gießen. Ah, da kriege ich jetzt Munition, oder? Kriege ich da jetzt Munition? Ja. Oh, Freunde. Das könnte ein Juwel sein. Zack. Nee, es ist ein Geldgeist. Auch spannend. Na dann her damit. Cool. Ich schaue gleich mal auf der anderen Seite nach, ob ich da auch noch schießen kann. Ja, kann ich. Aber ich glaube, da ist nur so eine Pflanze, wenn ich die Form richtig erkenne. Aber besser als nichts. So. Ich erkunde mal weiter. Also wir finden übertrieben viel Padder hier. Richtig, richtig, richtig viel Cash. Okay, aber sonst scheint hier erstmal nichts zu sein. Theoretisch kann ich halt noch die ganzen Räume hier abchecken. Oder? Ja, gerade auch, weil es nämlich hier die hier funktioniert und wir jetzt hier theoretisch reinkommen. Oh, damn, Freunde. Wir erkunden wahrscheinlich wieder viel zu viel, bevor wir irgendwas Sinnvolles hier machen. Aber hey, erkunden ist erkunden. Und wenn wir es jetzt machen, dann können wir später, sollten wir hier nochmal storytechnisch durchgetrieben werden. Einfach nur durch die Räume durchrennen. Ich weiß, da vorne ist eine Tür, die wir erscheinen lassen können. Keine Sorge, die habe ich gesehen. Oh, wir werden angerufen.
Hey, bereitet ihr das Windradtor Kummer? Also, Windräder drehen sich gewöhnlich im Wind, so als kleiner Geheimtipp. Ach so, ach, das Spiel denkt jetzt, ich wüsste nicht, wie ich bei diesem Tor weiterkomme. Und dementsprechend hat es jetzt so gesagt, ja, hier ist ein Tipp, wie du weiterkommst. Weil sie vielleicht denken, hey, wenn der Spieler sich hier überfordert fühlt, dann geben wir ihm einen Tipp, weil er vielleicht nicht durchs Tor kommt und deswegen guckt er sich in der Villa um. Lol, das Spiel denkt einfach, wir sind todesdumm. Nee, alles gut. Oh, okay, ich weiß gar nicht, was habe ich da spawnen lassen? Ich habe es gar nicht genau erkannt. Hier bräuchte ich auf jeden Fall einen Eimer. Hier sind sehr viele Pflanzen, die ich wässern kann. Kann ich eigentlich auch so verdorrte Pflanzen noch gießen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich reiß die jetzt hier einfach ab. Scheiß drauf. Ich glaube, die habe ich nämlich durch das Wirrlicht erscheinen lassen. Schaut mal, da kann ich auch noch dran ziehen, was auch immer das ist. Oh, das ist ein Rasenmäher. Und der Rasenmäher macht mir den Weg frei. Hey, das ist ja mal voll lieb von dir. Dankeschön, Diggi. Und schaut mal, da ist ein Buhu. Warum ist da ein Buhu? Oh, und hier ist aber auch eine Gießkanne. Ist da vielleicht schon Wasser drin? Nee, ich kann die Gießkanne nicht mitnehmen. Da muss doch immer so ein Eimer sein, oder? Scheiße. Nee, hier ist kein Eimer. Vielleicht ein unsichtbarer Eimer irgendwo? Ja, da ist das unsichtbar. Ist das ein Eimer oder ist das eine Pflanze? Scheiße, das ist auch noch eine Pflanze. No! Hier muss irgendwo ein Eimer sein. Oder vielleicht steht der da vorne einfach und ich habe nur nicht gesehen. Wir suchen mal noch weiter. Aber da geht noch nichts. Hier auch noch nicht. Freunde, das sieht nicht gut aus. Kann ich den vielleicht noch weiterziehen, diesen Rasenmäher? Nee. Okay. Ich glaube, ich kann hier leider noch nichts tun. Weil das Spiel uns leider keinen Eimer spendiert. Absolut ehrenlos, wenn ihr mich fragt. Ich finde, ich hätte mir schon einen verdient. Aber okay. Dann düse ich hier erstmal wieder los. Ich kann da reingucken. Das Geld im Treppenhaus. Wie würde ich denn da reinkommen? Ist da irgendwo ein Eingang? Ha. Lol, habt ihr es gesehen? Die Flamme hat da jetzt blau geleuchtet. What the hell? Ah! Ich kann, glaube ich, damit interagieren, oder? Dreht sich das jetzt so? Ja. Oh, ist das creepy hier alles. Holy shit. Vor allem, ich weiß ja doch gar nicht, also das Spiel will halt immer noch, dass wir zu diesem Windradtor laufen. Ich glaube, ich mache gerade was richtig Dummes. Vielleicht, wenn wir zu dem Windradtor laufen, dann erklärt sich das alles von alleine. Hier müssen wir jetzt immer auf der Treppe bleiben, die hier von alleine hochläuft. Quasi eine Rolltreppe auf beschränktem Raum, nennt man sowas wahrscheinlich. Mhm. So, und die Tür davon ist fake, erkennt man wieder an der Karte. Und da ist eine Truhe. Oder ein Schrank. Buhu? Fragezeichen? Komm schon, gönn. Schade. Freunde, ich glaube, es ist so gar nicht klug, was wir hier tun. Ah, aber jetzt sind wir schon unterwegs. Notfalls cutte ich euch. Wenn wir nochmal so ewig langen Laufweg haben, der absolut sinnfrei ist, dann cutte ich euch. Okay, ich habe da jetzt irgendwie das Wasser aktiviert. Aber es hat einfach mal so gar nichts gebracht. Hm. Oh. Da ist ein Eimer. Da ist ein Eimer. Okay. Aber wofür ist der? Weil ich habe jetzt hier noch kein Wasser irgendwo erkannt. Also ja. Hier ist Wasser. Ah, wartet mal. Fehlt da ein Rohr? Da fehlt ein Rohr. Deswegen ist das Wasser wahrscheinlich im Nichts verschwunden, oder? Und wenn ich jetzt hier das Wasser durchpumpe? Genau, dann kann es nämlich fließen und gießt diese Pflanze hier. Wie groß wird. Wie sehr groß wird. Holy shit, kann ich den Eimer damit hochtransportieren?
Kann ich da nicht hoch? Oder kann ich nur mit Eimer nicht hoch? Ah, ich kann nur mit Eimer nicht hoch. Verstanden. Hallo? Mein Name ist Luigi. Ich bin eigentlich ein ganz netter Typ, muss ich zugeben. Also ich suche keinen Ärger. Ich suche nur das Finstermondstück. Ich werde dann auch direkt wieder weg. Okay, kann ich hier irgendwas tun? Sieht irgendwie aus wie eine Schießbude, wenn ihr mich fragt. Da ist überall nichts. Hier auch nirgendwo. Ah, da hinten läuft ein Juwel! Da ist eine Maus mit Juwel da hinten. Da, seht ihr das? Wie komme ich daran? Ah, warte mal. Hier kann ich schießen, glaube ich, oder? Ich muss diese Maus treffen, ja. Das ist wirklich eine Schießbude. Scheiße, ich treffe noch nicht so ganz. Jawollo. Geil. Und ist das auch der nächste? Ich habe das gar nicht im Überblick, welche Form der nächste ist. Ich glaube, der rechteckige wäre der nächste, oder? Ich habe zwei verpasst. Ich habe zwei verpasst. Shit. Was soll das denn? Ich meine, wir marschieren hier immer weiter nach oben und alles. Also irgendwie, so eine gewisse Form von Progress ist schon da. Aber das ist ernüchternd. Aber das kann doch nicht alles Bonus sein, was wir hier machen. Also, ich meine, bei dem Windradtor würde wahrscheinlich irgendwas schief laufen, weshalb wir dann quasi hier lang steppen. Ich werde euch so safe einen Cut setzen. Oh. Hier hat der Dude Orgi gespielt. Daran erinnere ich mich. Wahrscheinlich, wenn ich da jetzt spiele, dann kommt der und beschwert sich, dass ich sein Instrument verwende. Naja, was soll's, oder? Ran da! Nee, er ist noch nicht da. Und unsere Reise geht immer und immer weiter. Wohin auch immer sie uns führt. Boah, ist das hoch. Boah, ist das hoch. Aber auch gleichzeitig episch. Unfassbar episch. Da kann ich reingucken, oder? Mhm. Oh, hallo. Was machst du da? Hände waschen? Gut, achtest du dich vor dem Spiegel, ob du böse aussiehst? Hm. Und ich glaube, er hat geguckt, ob er durch seine Hand durchschauen kann. Vielleicht hat er abgecheckt, ob er wirklich ein Geist ist. Und hier sind... Oh, hier sind aber zwei verschlossene Türen. Okay, hier hat unsere Reise ein Ende. Wie verrückt, dass wir hier schon hochkommen. Alles klar. Wir sehen uns unten beim Windradtor. Aber bevor wir jetzt zur Brücke gehen, ist auch noch hier diese Tür, die wir nicht geöffnet haben. Die schauen wir uns jetzt auch gleich noch an. Die führt nämlich in den, sag ich mal, in den Sackgassenraum. Also jetzt kein Ort, wo groß was schieflaufen kann. Okay. Was geht hier ab? Aha. Da haben wir das Bett mit eingefahren. Interessant. Da ist ein Wassereimer. Okay, da ist das. So, ich muss mir erstmal hier alles ganz genau anschauen. Da ist ein Ballon. Okay. Ein Ofen. Hier ist halt irgendwie echt nicht viel los, ne? Ein sehr, sehr, sehr leerer Raum. Aber das hier bringt mich nach unten, oder? Nee. Warte mal. What? Ah, brauche ich da vielleicht den Wassereimer? Brauchen wir da noch mehr Gewicht drauf? Ja! Das ist des Rätsels Lösung. Hallo. Spannend, spannend. Da ist eine Pflanze drin. Die ist nicht so glücklich. Aber wäre ich auch nicht an seiner Stelle, muss ich zugeben. Kann ich bei dem Bildschirm was machen? Nee. Oh. Okay, er meldet sich. Hey Luigi, Vorsicht, das ist eine Voxelstation. Ein früherer Prototyp meines Voxelporters. Das neueste Modell ist natürlich völlig unabhängig von derartigen Relais. Ich kann dich von überall zurückholen, solange ich dich klar orten kann. Nicht schlecht, wie? Meine einfachste Übung.
Ich bin begeistert. Aber was geht da ab? Kann ich mit dir irgendwas machen? Nee, ich glaube, die ist einfach nur stinksauer, dass sie da drin festhängt. Hey, aber kann ich verstehen. Wirkt nicht sehr geil da drin. Vor allem, weil du da wahrscheinlich nie wieder rauskommen wirst. Aber verrat's keinem. So, hier hinten ist nichts, aber hier geht nochmal eine Tür zur Seite. Kanal. Okay. Oh, what? Hier ist der Buhu? Hat das gar nicht immer was mit Wirrlichtern zu tun? Geister protestieren auf allen Vieren. Wir machen keine Ruhe, wir machen Bambule. Okay. Bambule. Du krasser, keine Ahnung. Umweltaktivist. Scheiße! Ich habe nicht grün aufgeladen. Aber selbst blau hat gereicht, weil wir ihn richtig geil da drin eingesperrt haben. Haha, let's go! Sehr schön. Gefällt mir. Ah, oh wow. Schaut mal, diese Gitterstäbe sind nicht real. Interesting. Aber wir haben halt immer noch keine weiteren Juwelen gefunden. Mir fehlen einfach 2 Juwelen. Na, also 2, die auf jeden Fall noch in dieser Mission sein müssen. Und einfach nichts davon haben wir bisher gefunden. Aber wir machen noch Progress. Das ist ein Sarg. Hier ist nichts drin. Muss ich vielleicht alle Lichter ausmachen? Nein. Warte mal, einfach ein Sarg mit nichts? Da ist noch ein Sarg. What the hell? Alles klar. Und hier ist ja auch nichts weiter. Nee, ich meine, immerhin haben wir den Buhu gefunden, ne? Dann düse ich jetzt zum Windradtor. Oh, schaut mal. Die Truhe hier beim Wassergenerator ist noch verschwunden, ne? Keine Ahnung, ob da was Sinnvolles drin ist. Hm, Geld. Juwelen wären auch zu schön gewesen. Und hier ein Frosch. Okay. Gut, aber wir sind wieder oben. Das Windradtor ist hier direkt um die Ecke. Und vor allem, wir haben jetzt einfach die ganze Zeit nur ausschließlich den rechten Turm angeschaut. Es gibt ja wahrscheinlich auch noch Tonnen Secrets im linken Turm. Holy moly, Alter. Hi. Ich glaube, wir haben soeben das Windradtor verloren. Und zwar an 5 Geister, die alle aber in den rechten Turm gehen. Hm. Verstehe. Ihr hättet mir wahrscheinlich jetzt alle finden müssen. Oh shit. Aber hey, wir haben die Erkundungstisch mal gemacht. Heiliges Langfingerpack, nicht schon wieder. Dieses Windradtor öffnet sich nur, wenn alle Flügel eingesetzt sind. Hast du dir gemerkt, wohin sie geflohen sind? Nicht schlimm, ich habe sie dir auf dem Paraskop markiert, auf der Karte. Bitte, schau auf deine Karte. Dankeschön. Aber jetzt gehen wir erst nochmal in die andere Richtung. Weil hier ist es mindestens ein Juwel, welches wir bekommen können. Und zwar das, welches hier unten schimmelt. Wir müssen irgendwie mit einem Wassereimer da reinkommen. Oder vielleicht steht hier einer. Oder ich weiß es noch nicht genau. Ja, also ich brauche einen Wassereimer. Oh, scheiße. Das ist jetzt ärgerlich. Wir brauchen einen Wassereimer, um hier unten das zu gießen. Aber ich habe halt keine Ahnung, wo einer ist. Wenn ich dich aufdrehe, passiert da irgendwas? Nee. So viel verrücktes Stuff. Ich weiß genau, was ich machen muss. Und zwar brauchen wir diesen Eimer. Und jetzt wird... Warte mal, stopp. Jetzt drehen wir erstmal hier das Wasser auf. Das könnte auch was bringen. Ja, weil jetzt wachsen nämlich die hier. Hi. So. Ist nur Geld, aber besser als nichts. So, aber dann können wir nämlich den Eimer hier füllen. Kann ich hier was freischalten? Nein. Und deswegen, da saß eine Fliege in meiner Fresse. Ich hab die Fliege zu, verdammt. Scheiße, nee, ich komme hier nicht raus. Oder doch? Komme ich hier raus? Ach, schaut mal, ich kann da was gießen. Okay.
schade. Ich dachte, ich könnte mit dem Wassereimer jetzt diese Falltür runterfallen. Und damit was reißen. Verdammt! Aber ich komme mit Eimern nicht durch Türen. Shit. Ich hätte gedacht, dass das das Rätselslösung ist. Ich erkunde mal weiter, Geist. So, der erste Geist ist hier drin. Beziehungsweise, jetzt ist gar keiner mehr hier drin. So, aber hier in dem Raum. Okay, wo gammelst du rum, Kollege? Du hast eigentlich gar nicht viele Optionen, wo du bist. Da bist du aber. Ah, und der ist jetzt auch direkt weiter nach unten gegangen. Okay. Aber, ich meine, wir haben hier ja schon alles erkundet. Man hätte halt wahrscheinlich all die Orte, die wir jetzt erkundet haben, hätte man halt quasi in Verbindung mit dieser Geisterjagd erkunden sollen. Aber das haben wir jetzt halt schon ein bisschen... bisschen vorgezogen, ne? Naja. Ist ja jetzt erstmal nicht so tragisch. Oh, aber hier sind jetzt Geister. Aufpassen. Schade, ich musste noch gerade noch meinen Ballon einsaugen, deswegen konnte ich mich leider nicht schneller bewegen. So, dann machst du erstmal du einen Abflug. Aua! Alter, ihr Schweine. Ich habe nur noch 25 Leben. Oh mein Gott. Ich gehe noch Game Over. Aber ich habe den Knochen. Den habe ich ja schon gefunden. Habe ja ein bisschen erkundet. Okay, aber da ist auch nochmal das hier. Geister? Hallo? Hier drin? Hier drin? Ah, hier drin! So, und du hast das erste Windradstück für mich, oder? Das ist ja korrekt von dir. Dankeschön. Ich weiß leider immer noch nicht genau, was ich mit dieser Pflanze da drin machen kann. Ob ich damit was machen kann. Aber passt. Oh, ich bin jetzt hier im Werkraum. Und hier chillt direkt der Nächste. Okay, das geht ja tatsächlich schneller als gedacht, die alle zu finden. Bam! Da ist doch auch schon die Nummer 2. Cooler Stuff. So, und jetzt geht's raus in den Garten. Und da ist ja jetzt der Dude. Und vielleicht kriegen wir da jetzt so einen blöden Eimer, dass wir hier den ganzen Shit gießen können. Weil ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass wir hier einfach Wasser haben. Dass wir hier Pflanzen haben. Aber dass wir einfach keinen Eimer spendiert bekommen. Das fühlt sich aber so falsch an. Oh, boah. Ja, schaut mal. Eimer, Guys. Okay. Über die Geister spawnt der Shit. Kapiert, kapiert. Sehr schön, aber dann wird hier mit Sicherheit eines der ersten Juwelen noch sein, die mir fehlen. Und vielleicht kann ich jetzt dann tatsächlich darüber, dass über die Geister wir hier noch, sag ich mal, mehr Stuff freischalten. Vielleicht kann ich dann exakt darüber noch die ganzen Juwelen sammeln, die mir fehlen. Nein, jetzt hat er mich doch nochmal getroffen. Ich will die einmal in einem Rutsch schaffen. Da muss man so halbkreisförmig um die drum herum laufen. So, aber jetzt geht's hier los. Oh, der ist da vorne. Okay. Warte mal, dann sammeln wir den Kollegen erst ein. Und dann gieße ich hier den ganzen Stuff. Dann kümmern wir uns hier um die Gartenarbeit. Zack. Schon das dritte. Also, es geht wirklich fix voran. Bam. Aber jetzt wird gegossen. Ich beiß mir alle Haare aus. Wie auch immer das funktionieren soll, wenn jetzt hier nicht ein Juwel ist. Nee, einmal bleibt da, bitte. Okay, mit jeder Pflanze, die jetzt hier kein Juwel spuckt, kriege ich ein bisschen mehr Eier flattern. So, Wasser, Wasser. Er braucht Wasser. Okay, ich habe noch drei Versuche. Nee, noch zwei Versuche. Yes! Und ich glaube, das ist auch der nächste richtig. Ja, das ist noch der nächste von seinem Weg. Dann finden wir den anderen auch noch. Dann finden wir den anderen auch noch. Das ist mit Sicherheit. Ja, das passt. Weil den übernächsten haben wir schon. Das heißt, der nächste muss jetzt noch irgendwo auf unserem Weg liegen. So, schaut mal. Ich kann diesen Eimer hier auch noch mit Wasser füllen. Und ich sehe gerade, dass hier auch noch eine Pflanze ist. Mal gucken, ne? Jawollo! Jawollo! So leicht geht's. So leicht geht's. Wir haben alle Juwelen. Also zumindest die, wo ich denke, dass wir sie alle brauchen. Beziehungsweise alle, die wir haben können. Okay. Und hier in der Setzlingskultur ist jetzt hier schon wieder Rambazamba angesagt. Wer hat euch Freizeit erlaubt, Freunde, ha? Ich geh wieder auf die Schnauze. Nein, der hat dich getroffen. Oh, du bist dumm. Oh, finde ich das toll, dass du dumm bist.
Ihr sollt euch hier um die Setzlinge kümmern, ne? Ich bin nämlich hier der Gärtner. Und ihr wisst, der Mörder ist nämlich immer der Gärtner. Oh, ist hier noch irgendwas los? Oh ja, hier ist ein Ding. Hier ist auch ein blauer Geist. Direkt Windrad 4 von 5. Wenn ich ihn irgendwo finde, ja, da ist er. Bam! Nein, er flüchtet, er flüchtet! Shit. Okay, zack. Andere Seite. Bam, so sieht's aus. Und zack. This is the Ray. Nice. So. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, einfach weiter nach oben marschieren, ne? Genau, hier durchs Treppenhaus. Weil es gibt nur noch ein Windrad, Bro. Oh, es ist der Orgelraum. Jetzt ist er da. Ah. Und in der Orgel schimmelt unser letzter Windradflügel. I see. So, tut mir leid, dass ich dein schönes Spiel unterbrechen muss. Oh, du hast noch einen Kollegen. Oh, du hast noch zwei Kollegen. Aber das sollten wir hinbekommen, oder? Wir sind doch gute Freunde, Guys. Sehr gut. Und jetzt spiele ich den Bums hier mal. Bam. Und damit haben wir das Windradtor wieder vollständig. Nice. So, jetzt schaue ich aber nochmal auf die Karte. Ja, da drüben ist immer noch alles versperrt. Das bedeutet, dass es hier erstmal nicht für uns weitergeht. Oh. Hi. Richtig, Luigi. Das war der letzte Windradflügel. Ich hole dich schnell zurück, dann können wir den Rest bereden. Oh, das ist das Ende. Alles klar, ich dachte, ich müsste nochmal runterlaufen und das alles einsetzen. Aber nö. Da wird uns ein bisschen Laufweg abgenommen. Ist ja nicht so, als ob ich den schon mal gelaufen wäre. So, wir haben sehr lange gebraucht. Aber ordentlich Cash gesammelt und kriegen mal wieder 2 Sterne. Man kennt's. Ich weiß nicht, wie man 1 Stern bekommen kann. Wahrscheinlich mal voll häufig auf die Fresse bekommt. Ich war 27 Minuten unterwegs. Ich habe häufig auf die Fresse bekommen. Ich habe gefühlt mein halbes Leben in diesem Level verbracht. Aber nee, 2 Sterne it is und dann will ich mich jetzt auch nicht beschweren, Freunde. 2 Sterne. Cool. We are back in business. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Wupp, 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 wupp. Dieser dreisten Diebesbande hast du es aber gezeigt, mein Freund. So sieht's aus, Kollege. Da, 3 Juwelen, genau. Sehr schön. Ein neues Geistergewicht. Da auch ein neues Geistergewicht. Der Geldgeist. 9 Buhu. Und 1600 Cash. Ja, ich würde sagen, wir haben eine gute Ausbeute. Und direkt das nächste Level ab. Und zwar, oh, Schreckweg Stufe 3. Alles klar, da schallert es dann richtig, wenn wir das aufladen. Nicht auszudenken, wenn einer mit seinem Windradflügel über alle Berge entfleucht wäre. Und ich habe gewiss das richtige Werkzeug, um die Flügel wieder einzusetzen. Manchmal bist du wirklich vom Pech verfolgt, oder, mein Bester? Die Geister Pi sagten dich schon, ehe du einen Fuß in den hohlen Baum setzen konntest. Aber nicht aufgeben. Gemeinsam lassen wir den Finstermond im Nu wieder erstrahlen. Gemeinsam, richtig. Wir aber gemeinsam. Freunde, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal spielen wir B3 Friedhofgang. Ich dachte, wir wollten in den Baum. Ich glaube, da läuft was schief. Shorty, Cyan Kamora und Lord Ryoma sind aktuell unfassbare Ehrenmänner. Danke euch für den dicken Support hier auf dem Zeitkanal.